Ja, herzlich willkommen zur ersten Sendung von EVG Jugend TV, ehemals OJL TV. Wie ihr sicher mitbekommen habt, haben wir nicht nur ein neues Jahr, sondern auch eine neue Verkehrsgewerkschaft, die EVG, die am 1.12.2010 gegründet wurde. Daraufhin haben sich dann 3 Tage später junge Gewerkschaftler aus ganz Deutschland in Fulda zum ersten EVG Jugendtag getroffen, um ihre Ziele und Forderungen zu erarbeiten und auch in naher Zukunft umzusetzen. Da war Willi dann für euch vor Ort, hat ein bisschen gefilmt und Interviews geführt und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir befinden uns heute auf dem Jugendtag der neuen Gewerkschaft EVG und wir sind hier in den ersten Zügen der Neuausrichtung der Jugend und wir werden mal nach vorne fragen, was sie gerade machen, weil ich habe gerade voll keinen Plan, was hier abgeht. Hallo Martin. Hallo Willi. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Ja, muss immer. Na, was machen wir denn heute eigentlich hier? Also wir spielen momentan ein Spiel auf unserem Transit-Jugendtag, den die Region Nord eingeleitet hat und es heißt Win as much as you can, also so viele Punkte wie möglich einsacken. Und wir sehen gerade, es ereignet sich hier das, was wir auch erwartet haben, dass die Leute sich gegenseitig auffressen und ja, mal gucken, was jetzt kommt. Die vierte Runde kommt jetzt. Und was ist heute noch so im Programm oder für den Jugendtag? Naja, jetzt finden nachher die Workshops statt in den einzelnen Gruppen. Wir haben die Karten verteilt, die Leute finden sich nachher zusammen und dann werden wir sehen, was läuft nachher. Und dann danach die Präsentation. Alles klar, wir werden uns nachher mal in den Workshops umsehen und wir sehen uns dann später, oder? Auf jeden Fall. Alles klar. Ja, der Martin hat vorhin erzählt, dass es heute noch Workshops gibt. Die werden wir jetzt mal allesamt besuchen. Unsere erste Station ist der Workshop Neue Medien, der von der OJL Köln quasi gemacht wird, von den Leuten von uns quasi. Und da gehen wir jetzt mal rein und fragen mal den Gruppenleiter, was sie jetzt hier machen genau. So, Andreas, wir sind jetzt hier beim Workshop Neue Medien und den leitet hier der Andreas Rick von der OJL Köln. Und Andreas, was macht ihr heute in dem Workshop eigentlich? Ja, wir wollen erstmal von den Mitgliedern wissen, welche neuen Medien sie nutzen. Also ist ja das große neue Medium ist ja das Internet, was sie da für Services nutzen und wie wir uns da auch besser darstellen können als EVG. Also sei es jetzt über die Internetseite der Jugend, die neue, oder über Facebook oder andere Dinge. Und LTV auch? Und LTV natürlich auch, wo wir gerade auch wieder dabei sind. Wunderbar, ich bedanke mich. Ja. Wir gehen in den nächsten Workshop. Unsere nächste Station wird sein, was wird die nächste Station sein? Aktion. Wir gehen zu den Aktionsformen. Viel Spaß. Danke. Wir sind jetzt bei dem Workshop Aktionsform angekommen und ich spreche hier mit dem Teamleiter Florian, bitte. Und Florian, was macht ihr hier überhaupt? Ja, was machen wir? Wir haben uns kurz überlegt, welche Aktionsform haben wir überhaupt? Wo haben unsere Teilnehmer schon dran teilgenommen, selbst sich dran beteiligt? Und was kennen sie eigentlich und was spricht sie an? So, und wo haben wir eben noch Defizite als EVG, vor allem auch als EVG-Jugend? Und wo wollen wir eigentlich hin? Da haben wir so ein bisschen das Know-how zusammengefasst. Wie melde ich an? Kann ich anmelden überhaupt? Und jetzt gehen wir Stück für Stück die Internetseite durch, dass das wirklich Step by Step jeder lernt. Und habt ihr auch Aktionsformen so für Demonstrationen auch und sowas? Macht ihr das auch noch? Wir sind Demonstrationen noch durchgegangen, haben Beispiele gesammelt und dann kommt jetzt unser Highlight. Wir machen erstmal noch einen Banner dazu, zu dem Thema hier Gewerkschaftsjugend. Dafür sind wir auch heute da. Und dann machen wir noch eine schöne Kundgebung. Und die müsst ihr unbedingt bezeigen. Das werden wir machen. Aber habt ihr auch schon einen Spruch für den Banner? Nee, natürlich nicht. Der wird kreativ, teilnehmerorientiert gestaltet. Es wird das gerade im Hintergrund diskutiert. Ich höre da so im halben Ohr mit. Natürlich wird das diskutiert. Ja, wir als bester Workshop, der wir übrigens sind, ja, mit den meisten Teilnehmern, mit den meisten zufriedenen Teilnehmern, das wird man auch am Teilnehmerbogen sehen, ja, werden das natürlich sehr, sehr teilnehmerorientiert auch so präsentieren. Aber das Geheimnisse werden noch bewahrt. Alles klar. Wunderbar, Flo. Ich bedanke mich, dass du uns dich bereit dazu erklärt hast, mit uns ein Interview zu machen. Und wir gehen zum nächsten Workshop. Zukunft gehört uns angekommen, der von der Michaela Dankers geleitet wird. Hallo Michi. Hi. Michi, was macht ihr denn hier in dem Workshop? Wir haben uns mit 3 Themen bis jetzt befasst. Also vielleicht könnt ihr es im Hintergrund sehen, die Kollegen sind gerade am Diskutieren. Wir müssen uns einmal damit beschäftigen, wie kriegen wir neue Mitglieder, wie können wir dafür sorgen, dass sie motiviert sind, dabei zu sein. Natürlich müssen wir uns auch überlegen, wie wollen wir den nächsten Jugendtag beschließen, beschäftigen. Wir haben uns da einige Themen schon vorgegeben. Und was mir persönlich auch ganz wichtig ist, der Pakt der Generation. Das haben wir einmal vorgestellt und vielleicht haben wir hier auch Ideen, das näher auszuweiten.
Alles klar, wunderbar. Ich bedanke mich und ich wünsche euch viel Erfolg noch dabei bei der ganzen Geschichte. Dankeschön. Und jetzt gehen wir zu dem Workshop. Zu welchem Workshop gehen wir jetzt? Wo wart ihr schon? Bei Aktionen und bei Dingens. Bei Neue Medien wart ihr auch schon? Aktion habt ihr auch schon. Hier, dann müsst ihr jetzt in die Gruppe, die am interessantesten vielleicht wird, welche Visionen haben wir? Eine Diskussion mit dem geschäftsführenden Vorstand Rainer Bieck und den Kollegen Philipp Kollreb und Nils Kanter, Vorsitzender der KIF. Alles klar, das hört sich sehr interessant an und dann gehen wir mal jetzt rüber. Wir sind jetzt beim letzten Workshop angekommen, der glaube ich auch der wichtigste ist. Das ist der Workshop Visionen und jetzt habe ich hier den Leiter Nils Kanter neben mir stehen. Nils, was macht ihr überhaupt? Wir haben Themen zusammengesammelt, mit denen wir uns in Zukunft in der EVG Jugend beschäftigen möchten, haben die dann geclustert in die Bereiche betriebliche Themen, organisationspolitische Themen und allgemeine politische Themen. Was genau ist da jetzt drauf herumgekommen? Wir haben verschiedene Forderungen entwickelt, beziehungsweise sind gerade noch dabei, Forderungen zu entwickeln, beispielsweise zu dem Thema Schmalspurausbildung, was uns in Zukunft immer stärker begleiten wird in allen Bereichen der Verkehrsbranche. Alles klar. Ich bedanke mich, dass wir hier dabei sein durften und das war es jetzt mit den Workshops und wir gehen jetzt zum nächsten Punkt weiter. Barbra Streisand. Ja, das war jetzt Willi vom Jugendtag der EVG. Jetzt habe ich live am Telefon Philipp Kollreb von der UJL Hamburg zugeschaltet. Hallo Philipp. Moin, moin Josie. Ja, und du als einer der Ideengeber und Erfinder des Jugendtags, wie bewertest du diesen denn im Nachhinein? Aus meiner Sicht war der Jugendtag ganz klar ein Erfolg. Und das aus zweierlei Gründen. Zum einen ist der Jugendtag neben OJL-TV, was ihr ja produziert in Köln, eine Sache, die von unten kommt, die vom einfachen Mitglied auskommt und nicht von der Bundesjugendleitung oder von irgendwelchen Funktionären vorgegeben wurde, sondern das haben sich einfach Mitglieder ausgedacht, haben das vorangetrieben, haben das zur Diskussion gestellt und es wurde nun durchgeführt. Ich finde, es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass in unserer Gewerkschaft es möglich ist, Ideen von unten auch nach oben zu transferieren und dass diese auch umgesetzt werden. Zum anderen war der Jugendtag ganz klar ein Erfolg, weil wir eine komplette Aufbruchsstimmung auch in der Jugend erfahren durften. Nur wenige Tage nach dem Zusammenschluss von Transnet und GdBA zur EVG hat auch die Jugend ganz klar gezeigt, dass wir bereit sind, eine neue Welle entstehen zu lassen und bereit sind, die Zukunft auch anzupacken. Wir konnten sehen, dass es viele Ideen gibt, Aktionsformen und dass wir geschlossen daran gehen wollen, gemeinsam arbeiten wollen. Und diese Stimmung, die entstanden ist, ist wirklich ein Erfolg und ich hoffe, dass wir die auch mitnehmen können für die Zukunft, denn das war wirklich schön und ich bedanke mich hiermit auch bei allen Teilnehmern wirklich für diese drei schönen Tage. Es war wirklich von vorne bis hinten mehr als wir erwartet hatten. Okay, und wie wird das dann jetzt nach dem Jugendtag in Zukunft für die Jugend weitergehen? Wir werden jetzt natürlich gemeinsam versuchen, genau diese Aufbruchsstimmung und diese Welle in die verschiedenen Gremien zu tragen. Wir werden Funktionären klar machen, aber auch älteren Mitgliedern, dass dies nicht nur ein kleiner Steinwurf ins große Meer war, sondern dass man die Welle der Jugend wirklich ernst nehmen muss. Wir als Jugend selbst stehen am Anfang eines weiten Weges. Wir müssen jetzt eine Struktur, ein Leitbild, aber auch eine Richtlinie mit Leben füllen. Dies können wir natürlich nur gemeinsam und hier wird es wichtig sein, dass wir auch jeden und jede mitnehmen, dass wir an der Basis agieren. Denn eins sollte uns klar sein, nur gemeinsam sind wir stark. Umso stärker sind wir natürlich, umso mehr Mitglieder wir haben, umso mehr aktive Mitglieder wir auch haben. Okay, und wie werden dann demnächst die Ziele konkret aussehen? Es gibt viele Ziele. Es gibt kleine und große Ziele, es gibt kurzfristige und langfristige Ziele. Wichtig wird sein, dass wir zuallererst in den Betrieben und vor Ort direkt am Mitglied dran sind. Dass wir möglichst viele Jugendliche dafür begeistern können, dass sie sich in die Gewerkschaft einbringen, dass sie verstehen, wofür Gewerkschaft überhaupt wichtig ist, wofür wir stehen und dass sie dann bereit sind, auch aktiv mitzugestalten. Dann müssen wir es schaffen, diese Leute, die wollen, auch aktiv zu integrieren. Dann gibt es natürlich aber auch langfristige Ziele
oder große Ziele wie ein Gewerkschaftstag. 2012 wird rückblickend über die Satzung gesprochen. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Hier können wir als Jugend sagen, was wollen wir verändert haben, damit unsere Arbeit besser läuft. Auch wird da diskutiert werden, wie sieht ein Grundsatzpapier der Gewerkschaft aus? Welche politischen Forderungen haben wir als Gewerkschaft? Wir als Jugend sollten uns im Vorfeld klar machen, was fordern wir? Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Was sind unsere wichtigen Themen, damit diese Themen ganz klar nicht vergessen werden und wir auch aktiv unsere eigene Zukunft gestalten? Ja, Philipp, dann danke ich dir, dass du ein bisschen Zeit genommen hast. Wir sehen uns dann. Bis bald. Kein Problem, immer wieder gerne. Grüß mir die OJL Köln, den Westen und bis demnächst, ne? Mach's gut. Tschüss. Ja, das war's jetzt mit unserer ersten Sendung von EVG Jugend TV. Demnächst übrigens nicht mehr auf dem YouTube-Channel Ortsjugendleitung, sondern unter dem Channel EVG Jugend. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns. Bis dann, macht es gut und Peace.